Hi, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de. Wir wollen heute wieder auf unserem Teppanyaki-Grill ein bisschen was machen. Ich mache jetzt das zweite Mal noch etwas verhältnismäßig Einfaches. Einfach als Teaser, da, um euch da so ein bisschen vielleicht zuzubringen, auch so ein tolles Grill, so eine tolle Platte zu benutzen wie wir. Ich finde die absolut geil und mir bringt das auch irren Spaß, darauf zu kochen. Und im Grunde ist es absolut easy und du brauchst keine weiteren Töpfe, sondern brauchst nur definitiv diese Platte dafür. Beim nächsten Mal fangen wir dann an und werden schon mal so ein bisschen mehr in asiatischen Style gehen und werden da so ein bisschen mehr asiatische Sachen drauf machen. Und mal gucken, was da noch so draus wird. Also, ich habe heute vor, Karotten da drauf zu machen. Dann haben wir so ein bisschen Kartoffelwedges, die wir uns da schön drauf braten. Und dann haben wir hier noch eine Hähnchenbrust. Die werden wir da auch drauf machen. Ich finde die jetzt gerade ein bisschen dick. Die werde ich noch ein bisschen dünner schneiden gleich. Und dann werden wir das alles da schön drauf braten. So, Intro ist zu Ende. Dann können wir jetzt ja anfangen mit dem wirklichen Kochen. Ich habe mir einfach zwei Karotten, reichen ja völlig aus. Ich werde die jetzt hier, ich würde sagen, halbieren. Und dann werde ich die in dünne Streifen schneiden, die man halt gut auf der Platte braten kann. Damit das halt auch irgendwie zeitnah wird und nicht erst morgen fertig wird. Ich schneide das eben klein und dann melde ich mich wieder. Ich brate meine Möhren ja immer gerne mit Sesamöl. Deshalb mache ich mir jetzt ein bisschen Sesamöl hier hin. Juhu! Und tue dann meine Karotten da gleich mal schön drauf. Sehr schön. Liebster Schatz, kannst du mir mal einen Bratenwender geben? Ja. Dankeschön. Gerne. So. Lassen wir die jetzt hier mal ein bisschen anbraten. Aber das dauert mir sonst zu lange. Ich mache da jetzt schon mal ein bisschen Wasser drauf. Das Wasser mache ich da immer nur drauf, das wirkt so ein bisschen wie, ich sag ja immer, Brandbeschleuniger. Damit wird das halt ein bisschen schneller. Und wir wollen ja, dass das auch irgendwann mal fertig wird. Und so, jetzt tue ich dann schon mal meinen Zucker da drüber. Wir wollen das ja so ein bisschen ankaramellisieren. Vorteil von der Pfanne ist natürlich, dass es nicht hier sich überall verteilt. Aber ist halt so. So, das lassen wir jetzt hier so ein bisschen vor sich hin dünsten und ja, das kann er jetzt erstmal so vor sich hin machen. Währenddessen werde ich mir jetzt mal eben schnell mein Fleisch runterschneiden. Das ist mir jetzt viel zu dick hier. Das muss viel dünner werden. Das schneide ich jetzt einfach hier so rüber durch. So, jetzt mache ich mir hier vorne so ein bisschen zum Braten ein bisschen Fett drauf und dann brate ich hier vorne mir die Hühnerbrust. Ich glaube, das reicht doch komplett aus für uns beide. Oder willst du mehr? Nein. Gut. Dann braten wir das jetzt hier schön an. Und die Kartoffel machen wir hier schön in der Mitte. Das sind so ganz simple Veggies. Kriegst du bei jedem Discounter. Wir essen die ganz gerne mal zwischendurch. Die brate ich mir jetzt hier schön an. Dann mache ich da gleich noch ein bisschen Chili drüber. Dann werden die noch ein bisschen kräftiger im Geschmack. Wir lieben es beide ja sowieso eher so ein bisschen, ja, kann man schon fast sagen, schärfer. Und ja. Das lassen wir jetzt hier mal alles so ein bisschen anbraten. Gehen wir hier vorne auch ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Leistung. Ich glaube, ich kann das hier jetzt auch schon umdrehen. Genau.
Dann salze ich das schon mal. Über die Kartoffel schmeiße ich auch noch ein bisschen Salz. Und dann tue ich da gleich noch ein bisschen Chili-Pulver drauf. Und hier kommt gleich noch ein bisschen von meinem Lieblingspfeffer drauf. Das mache ich aber immer verhältnismäßig spät, weil der verbrennt immer sonst so. Und das finde ich nicht ganz so schön. Wir haben noch so ein bisschen Chiliöl. Das tue ich jetzt hier drüber. Dann werden die so ein bisschen delikater. Das ist richtig geil. Jetzt brate ich mir die halt nur alle schön an. Meine Karotten sehen schon ganz geil aus, sind schon recht weich. Das ist schon mal ganz schön. Ja. Die sind bald fertig, wenn das so weitergeht. Ja, finde ich auch. Ich bin jetzt noch mal eben schnell mit meinen Kartoffeln und meinen Karotten umgezogen, weil meine Karotten sind fertig. Und dadurch, dass unser Herd halt einzelne Platten hat und man die nicht so zusammenschließen kann zu einer, habe ich halt verschiedene Kochzonen. Das heißt, ich habe hier eine große Kochzone, wo ich viel Hitze erzeugen kann, weil ich da auch eine große Platte habe. Und ich habe hier eine etwas kleinere Platte, aber hier in der Mitte habe ich halt am wenigsten Leistung. Das heißt, dann kann man auch wunderbar hin und her variieren. Das hat auch so schon seinen Vorteil. Ich kenne aber auch Herde, wo man halt hier das zu einem Kochfeld machen kann. Dann hat man da die gleiche Leistung drauf. Dann habe ich aber überall hier die gleiche Leistung. Das empfinde ich so von der Denkweise her eher unpraktisch. Und wenn man so mit zwei solchen Holzgeräten das macht, kann man wunderbar die Sachen hier auch hin und her schieben und hat zwei super Werkzeuge, ohne dass man sich hier alles verkratzt. Wobei, das ist nicht beschichtet, das ist purer Guss. In der Gebrauchsanweisung für unsere Platte, die verlinke ich unten wieder, steht drin, dass sie nicht für Induktion zu gebrauchen ist. Das halte ich aber für ein Gerücht. Also bei uns funktioniert das einwandfrei. Übernehme ich aber keine Gewähr, dass es bei anderen Leuten auch funktioniert. Ich glaube aber, dass es bei anderen Leuten auch funktioniert. Ich werde es demnächst mal, werde ich meine Platte mir mal nehmen und werde damit zu Freunden gehen und werde die da mal hinlegen und werde die mal darauf, auch bei deren Herd ausprobieren, inwieweit das bei denen geht. Also ich kann nur sagen, bei unserem Herd, das ist von so einem schwedischen Einrichtungshaus, der Herd, Hausmarke, funktioniert das wunderbar. Ich würde sagen, so wie das hier bei uns aussieht, bin ich fertig. Ich werde jetzt anrichten und dann könnt ihr euch das ja nochmal ansehen. Ich mache hier jetzt mal ein bisschen Pfeffer drüber, von meinem Lieblingspfeffer. Ja, aber das war's im Endeffekt auch. Herd kann schon aus, weil die Platte braucht sowieso eine ganze Zeit, bis sie abkühlt. Mein Wägelchen weg und dann kann das losgehen mit dem Anrichten. So, schön ein bisschen Karotte von den Kartoffeln und dann gleich ein schönes Stückchen Fleisch dazu. Dann nehmen wir das mal. Wunderbar. Voilà. Das ist der Teller Nummer 1. Dann richte ich mal eben Teller Nummer 2 an. So, ihr Lieben. Voilà. Wir sind fertig. Es ist nichts Besonderes, aber eher so für alltags gedacht. Aber ich wollte damit im Endeffekt auch nur demonstrieren, wie simpel und einfach es ist, damit zu arbeiten. Ein wunderschönes Essen. Simpel und einfach gemacht. Schnell gemacht. Eine Platte, die in den Geschirrspüler muss. Und das war's. Also, ich glaube, das ist eine tolle Variante. Das nächste Mal werden wir ein bisschen was Aufwendigeres mit dieser Platte machen. Ja, habt ihr irgendwelche Anregungen oder irgendwas, was ihr da drauf gerne sehen möchtet, schreibt es uns unten einfach unten in die Kommentare rein. Ich werde es gerne beantworten und wir werden mal gucken, ob wir das auch gerne machen oder machen wollen.
Solltet ihr noch kein Abonnent sein von uns, abonniert uns bitte, wenn euch das gefallen hat. Schaut doch einfach mal weiter bei uns, was wir noch alles so in der Mediathek haben. Gibt bestimmt noch mehr Rezepte, die schön sind, die man bestimmt nachmachen kann. Dann sagen tschüss. Und Frank von foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.